Ja, Herr Bundeskanzler, Sie sprachen in Ihrer Rede von der Deutschlandgeschwindigkeit, von der Geschwindigkeit seit Erfindung der Dampflokomotive. Welche Geschwindigkeit das ist, das sehen aktuell die Bürger in ihrer Wahrnehmung. Ihre Wahrnehmung zur Situation des Landes geht wirklich an dem Problem vorbei. Herr Merz, in Ihrer Rede muss man wirklich sagen, Sie suchen jetzt nach den Grünen, nach den nächsten Koalitionspartner. Das soll dann die FDP sein, dieser Schmusekurs. Eine FDP, die in dieser Bundesregierung Handwerk und Mittelstand verrät. Diese FDP wird es bald nicht mehr geben. Sie ist überflüssig. Und das werden die nächsten Landtagswahlen ganz deutlich zeigen. Was wir heute und auch gestern schon von Herrn Lindner gehört haben, ist, dass diese Ampelpolitik Schuldenpolitik bedeutet. Und die Schulden werden eben nicht hier in Berlin getilgt, sondern draußen im Land von den Bürgern. Und Ampelpolitik ist auch immer ein Stück postmodern und eben beliebig. So sind die Berechnungen der Neuverschuldung doch recht kreativ. Auch heute haben wir das von Ihnen gehört, Herr Bundeskanzler. Der Bundesfinanzminister verpackte sein Kunstwerk gestern in sage und schreibe 50 Minuten Redezeit. Der Deutsche Bundestag ist es nun, der einen Haushaltsentwurf verabschieden soll, in dem die über 70 Milliarden Euro in den sogenannten Sondervermögen, also neue Schulden, versteckt sind und die zugewiesenen EU-Schulden von 13,2 Milliarden, die hat er ganz beflissentlich unter den Tisch fallen lassen und das zusätzlich zur offiziellen Neuverschuldung von 16 Milliarden Euro. Also weit über 100 Milliarden Euro neue Schulden. Das zu soliden Finanzen, Herr Scholz, das ist alles andere als dies. Zitat: Das Geld fällt doch nicht vom Himmel. Ein Zitat vom BDI-Präsident Rustwurm, der Welt am Sonntag zusagte. Vielleicht hat Herr Lindner deshalb sogar plötzlich die Schuldenbremse wieder für sich und seine Politik entdeckt. Zu spät, meine Damen und Herren von der FDP. 2 Jahre zu spät. In dieser destruktiven Ampelregierung hätten Sie noch den meisten wirtschaftlichen Verstand vielleicht besitzen müssen. Allerdings hat das trojanische Pferd... Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitz-Fallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. In der Bundesregierung offenbar den Namen Freie Demokraten. In ihm verstecken sich nämlich die Steigbügelhalter eines dominanten Staates. Und Sie, Herr Lindner, haben es im Bundeskabinett zugelassen, dass mitten in der größten Inflation der letzten Jahre deutsche Firmen ins Ausland verkauft werden. Und aus Ihrer Fraktion kamen immer wieder die kriegslüsternen Töne von Frau Strack-Zimmermann, die nun ihr Zugpferd für die anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament sein soll. Viel Spaß dazu. Sie sind als Politiker und Partei mittlerweile nur noch unglaubwürdig und wirklich absolut überflüssig. Die FDP ist eben genau das, was sie schon immer war. Der Ping-Pong-Ball, den die Regierungsparteien für Koalitionen brauchen. Und werte Kollegen, viele von Ihnen verbringen seit Monaten und auch in der Sommerpause Zeit damit, den Bürgern und den Medien zu erklären, warum die Alternative für Deutschland nicht gut für unser Land sein soll. Nur vergessen genau diese Leute auch, dass nicht wir in der Regierung sind. Dort sitzen SPD, Grüne und FDP. Und die CDU findet sich noch immer in der Opposition nicht ganz zurecht, mauert an seinen Brandmäuerchen rum. Und auch das fällt als Opposition komplett mittlerweile die CDU aus. Alle diese Parteien, meine Damen und Herren, machen seit über 20 Legislaturperioden im Deutschen Bundestag Politik. Sie sollen endlich mal selbst und ihre politischen Leistungen anfangen zu kritisieren und sich vielleicht einfach mal fragen, warum gibt es eigentlich eine Alternative für Deutschland? Sie sollten endlich die Scheuklappen auch absetzen und nicht alle Anträge der AfD-Fraktion ablehnen, denn dann ging es unserem Land wirklich besser. Meine Damen und Herren, in der Bevölkerung machen Sie sich alle anscheinend mehr und mehr unglaubwürdig. Und das entdecken offensichtlich immer mehr Bürger. Von denen wollen Sie zwar alle wieder gewählt werden, Frau Esken, in Sachsen 6%, die SPD, Sie sollten ganz leise sein. Aber deren Interessen vertreten wollen Sie schon lange nicht mehr. Zitat: Die Lage wird toxisch, sagt die Präsidentin des VDA, Hildegard Müller. Antworten der Politik jedoch, die Interessen der Wirtschaft vertreten sollten, zum Beispiel wie unsere Forderung CO2-Abgabe abschaffen, Energiesteuern runtern, die gibt es nicht, Bürokratieabbau. Ja, dann lassen Sie endlich das Liefergesetz, Kettengesetz fallen. Das braucht hier in diesem Land niemand. Es geht mittlerweile auch niemand mehr davon aus, und ich im Übrigen noch nie, dass die Grünen mit Steuergeld überhaupt umgehen können. Es hat schon immer Spaß gemacht bei den Grünen, das Geld anderer Leute Gassi zu tragen. Und wir werden von der Politik des Herrn Habeck tagtäglich darin auch bestätigt. Eine solche wirtschaftsfeindliche Politik hat es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben.
meine Damen und Herren. Diese grüne Wirtschaftspolitik funktioniert nur in der gleichfarbigen Blase einer Partei, die daran glaubt, das Klima retten zu können. Und das hat einen Preis, der für uns alle unbezahlbar wird, meine Damen und Herren. Allein das Heizungsgesetz GEG kostet unfassbare 2.500 Milliarden Euro den Bürgern. Und das sind Ihre eigenen Zahlen aus der Bundesregierung. Dieses Gesetz braucht kein Mensch. Und die Union soll nichts zu tun. In Sachsen plakatiert sie Heizungsverbot stoppen, als wenn sie dieses Gesetz auch nicht wollte. Frau von der Leyen, wahrscheinlich Ihre Spitzenkandidatin von der CDU für die Europawahl, plant sogar ein noch schärferes Gesetz auf EU-Ebene. Diese Doppelmoral ist sowas von unglaubwürdig und das erkennen immer mehr Bürger. Zitat, die Deindustrialisierung, Herr Scholz, Sie haben ja gesagt, die gäbe es nicht, die Deindustrialisierung beginnt. Das stellt der Vorstandsvorsitzende des Chemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert, fest. Das sind Sie und Ihr Kabinett deindustrialisieren wollen, prognostizieren meine Kollegen und ich Ihnen nachweislich schon seit Monaten, Herr Bundeskanzler. Und deshalb öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft reagiert, wie sie abschmiert und kümmern Sie sich endlich um das Rückgrat in diesem Land, um die deutsche Wirtschaft. Laut dem Energiewendebarometer der DIHK erwägen aktuell 43,3% aller Industrieunternehmen mit über 300 Beschäftigten eine Verlegung ihrer Kapazitäten ins Ausland. 6,7% planen dies bereits. Bei 17% laufen diese Planungen und bei 19,7% sind die Realisierungen schon abgeschlossen. Damit packen aktuell 36,7% der größten Industriebetriebe ihre Koffer. Und das war erst dann für den Industriestandort das Ende in diesem Land. Das ist die Realität, der Sie sich komplett verschließen. Und diese Bundesregierung hinterlässt eine traurige Landschaft aus nicht funktionierenden, hochsubventionierten Windrädern, eine unsichere Energieversorgung ohne Grundlast und eine unendlich hohe Abgabenlast. Damit schaffen Sie keine Anreize für wirtschaftliche Unternehmungen oder gute Lebensbedingungen für all die Menschen, die tagtäglich zur Wertschöpfung beitragen. Welches Geschlecht im Personalausweis steht, das können die Bürger entscheiden. Ob sie aber in Zukunft noch die Heiz- und Stromkosten bezahlen können oder welche Heizung sie überhaupt einbauen dürfen, das wissen sie nicht. Werte Bundesregierung, Ihre politischen Schwerpunkte sind völlig entrückt. Und wie die FAZ unlängst titelte, Sie sind absolut regierungsunfähig. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Industrie. Eine Gießerei in meinem Wahlkreis hat im Jahr 2016 für eine Kilowattstunde Strom 11,47 Cent gezahlt. Der Krieg in der Ukraine und die damit erlassenen unsäglichen Sanktionen führten zu einem Preisanstieg um 98% auf 22,37 Cent je Kilowattstunde im Jahr 2022. Ab März diesen Jahres muss dieser Betrieb die nächste Erhöhung um 98% hinnehmen. Es sind dann 44,99 Cent die Kilowattstunde. Dieser Betrieb, Herr Habeck, hat eine super CO2-Bilanz. Er produziert einfach nicht mehr. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2.000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an,
die sie abhören müssten. Also warum will der Staat wissen, warum sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.